Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Unsere Lieblings-Lügenzeitung aus Österreich, welche von der FPÖ kontrolliert wird, nämlich der Wochenblick, hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Schon wieder? Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, das wisst ihr ja, ziehe ich euch wieder mit rein. Der Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird, weil gestern habe ich mich ja aufgeregt. Habt ihr das gesehen? Meine Güte, es war an Schwachsinn kaum zu überbieten. Und ich dachte schon, der Artikel über Elon Musk war schlimm, aber das, was gestern hochgeladen wurde von mir, das toppte alles. Und ich habe nicht umsonst geröchelt, weil das ist halt nervtötend. Und jetzt kommen wir zu einem Fall, der vielleicht genauso schlimm wird, beziehungsweise etwas schlimmer. Aber das werdet ihr in meiner Reaction zu hören kriegen. Und der trägt den Titel: Busfahrer verweigerte autistischem Jungen 18 ohne Maske die Mitfahrt. Aus ihrer Reihe Wochenblick für unsere Kinder. Also dann, ich würde mal sagen, ohne Wenn und Aber, los geht's! Die Qual der Jugendlichen wird immer größer. Nicht nur, dass sie seit 1,5 Jahren ihrer Jugend beraubt werden, müssen sie auch ständig Masken tragen. Tja, was ist denn so schlimm, eine Maske zu tragen? Ihr Wochenblick-Dullis. Was ist so schlimm daran? Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich habe sogar anfangs einen Schal um mich herum getragen, als medizinische und FFP2 ja keine Notwendigkeit waren. Also anfangs. Mittlerweile ist medizinische Masken und FFP2 sowieso der letzte Schrei. Entschuldigung, ich war immer noch in meiner Jugend noch gefangen. Da habe ich auch Schrei so ausgedrückt. Aber gut. Lesen wir weiter. Ganzes Schweigen vom stetig steigenden Impfdruck. Na gut, die Impfstoffe werden immer mehr, ne? Es soll jetzt Booster Energy Drink angeblich rauskommt, welche für den Magen eine Impfung gegen Corona darstellen könnte oder sowas. Impfung für den Magen, lustig. Aber gut, ich komme vom Thema ab. Für Jugendliche mit einem Attest zur Maskenbefreiung wird der Alltag zum Spießrutenlauf. Selbst der Weg zur Schule wird zur Belastung, die Busfahrt zum Horrortrip. Josef A. erzählte Wochenblick die Schikanen, denen sein 18-jähriger Sohn seit Monaten durch Busfahrer ausgesetzt ist. Also, Maskenbefreiung hilft autistischem Jugendlichen nicht. Zweitens, Attest, weil die Maske für ihn nicht zumutbar ist. Drittens, Busfahrer nehmen 18-Jährigen ohne Maske nicht mit. Viertens, Polizei musste anrücken und bestätigte, dass Busfahrer falsch handelte. Und keine Entschuldigung des Busfahrers. Also, wir haben nun mal diese Punkte. Und wir machen mit dem ersten Punkt schon mal weiter. Maskenbefreiung hilft autistischem Jugendlichen nicht. Mein 18-jähriger Sohn ist Autist. Außerdem leidet er an ADHS. Erstens mal, er leidet nicht an seinem ADHS bzw. auch Autismus. Er leidet wegen der gesamten Situation um sich herum. Meine Güte, ich glaube, ich werde gleich einen Arzt rufen. Einfach so, um die Wochenblick-Dullis zu ärgern.
Er geht in die HTL in Perg und muss so täglich von unserer kleinen Mühlviertler-Gemeinde mit dem Bus nach Perg in die Schule pendeln. Je nach Busverbindung dauert der Schulweg für meinen Sohn bis zu 1,5 Stunden für eine Strecke. Die Schulbusse sind gesteckt voll. Also ein tödliches Virus hätte schon alle Schüler dahin gerafft. Für meinen Sohn ist das Busfahren seit Monaten eine Qual, weil er eine Maskenbefreiung hat. Sogar den Polizeieinsatz mussten wir schon erleben, erzählt der schockierte Vater. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Psychologe und Hausarzt einig, Maske nicht zumutbar. Durch den Autismus sei eine Maske für den Jugendlichen nicht zumutbar. Also wie gesagt, jeder Autist ist anders, bei ihm ist die Maske eine Qual. Also nicht immer alles hier in eine Schublade stecken, ihr Wochenblick-Dullis. Ne? Ich werde jetzt den restlichen Artikel weiterlesen und gucken, was ihr noch so alles an Schwachsinn schreibt. Das ärztliche Attest bestätigte die Beeinträchtigung und somit die Unzumutbarkeit der Maske. Für die Familie sei kein Problem gewesen, dieses Attest durch den Hausarzt ausstellen zu lassen. Zuvor habe eine Untersuchung durch einen Kinder- und Jugendpsychologen stattgefunden, der die Ausstellung des Attests zur Maskenbefreiung empfahl. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Meine Güte, die Punkte sind ja sehr klein. Aber gut, weiter geht's. Busfahrer nehmen 18-Jährigen ohne Maske nicht mit. Beziehungsweise Busfahrer beschimpfte den Jugendlichen und holte Polizei. Das Corona-Regime wird immer ärger. Das Corona-Regime wird immer ärger? Und Ärger wird kleingeschrieben? Heißt das nicht, das Corona-Regime wird immer schlimmer? Hä? Immer Ärger? Was ist das für ein Deutsch? Na gut. Ich bin der Letzte, der halt Dialekte verurteilt. Vielleicht, na gut, ich bin ja kein Österreicher, deswegen scheint es vielleicht ein normaler Satz zu sein. Aber trotzdem, Corona-Regime, sag mal, ist ja auch kein Wunder. Ist ja von der FPÖ, die Zeitung. Aber was rede ich denn überhaupt? Weiter geht's. In den letzten Monaten musste mein Sohn oft eine regelrechte Diskriminierung erleben. Tja, nicht nur wegen der Busfahrergeschichte, sondern auch, weil er Autist ist. Und wie schon bei einer anderen Reaction gelesen, ist Autismus in Österreich trotz Hans Asperger halt Neuland. Naja. Lesen wir weiter. Einige Busfahrer meinten, ihm die Maske aufzwängen zu müssen. Sie hätten ihn sonst nicht mitgenommen. Bei einem Busfahrer eskalierte vor einiger Zeit die Situation. Mein Sohn rief mich an und war außer sich, weil der Busfahrer ihm mit der Polizei drohte, ist Josef A. erschüttert. Das einzige Problem war die fehlende Maske. Obwohl mein Sohn erklärte, dass er einen Attest habe, blieb der Busfahrer dabei und schmiss ihn aus dem Bus. Er beschimpfte meinen Sohn aufs Übelste. Schließlich musste wirklich die Polizei anrücken. Aus lauter Angst vor Ansteckung hätte er meinen Sohn nicht mitgenommen, erklärte der Busfahrer. Aus Angst vor Ansteckung hätte er seinen Sohn nicht mitgenommen. Als erklärte der Busfahrer. Also, will er uns komplett verarschen? Welcher Sohn denn? Entweder der Sohn, der hinter dem Busfahrer saß? Meine Güte. Ich komme gleich nicht mehr damit klar. Also nochmal. Aus lauter Angst vor Ansteckung hätte er meinen Sohn nicht mitgenommen, erklärte der Busfahrer. Tja. Und den Sohn, den er halt beleidigt hat, als seinen Sohn zu bezeichnen, ist schlichtweg sowieso gelogen.
Beim Gespräch am Polizeiposten erklärte uns der Polizist aber schon, dass der Fahrer das Attest meines Sohnes anerkennen hätte müssen. Tja. Und damit war eigentlich die Sache zumindest teilweise geklärt. Und wir haben ja den vierten Punkt ja schon gehabt, nämlich dass die Polizei anrücken müsste und bestätigte, dass Busfahrer falsch handelte. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt, welche aus zwei Abschnitten halt zusammengefasst werden. Und zwar, Busfahrer sollte sich entschuldigen, bis heute Fehlanzeige. Zu einem klärenden Gespräch mit dem Busfahrer sei es nicht gekommen. Dieser habe bereits vor Eintreffen des Vaters das weitergesucht. Also sprich, der Busfahrer ist dann mit seinem Bus halt sofort weggefahren, ohne Rücksicht auf weitere Imageschäden. Über den Verkehrsverbund habe Josef A. erfahren, dass die Busfahrer die Anweisung hätten, die Atteste zur Maskenbefreiung anzuerkennen. Es seien eigenmächtige Handlungen der Busfahrer, sollten sie diese nicht anerkennen. Dass es sich damit die Busunternehmen die Fahrgäste der Zukunft vergrauen würden, sei unbestritten. Tja, Busfahrer haben zwar das Hausrecht, aber sie haben ja kein Recht, Fahrgäste zu anzupöbeln. Beziehungsweise sie mit einem Höllentrip ihres Lebens zu verpassen. Also. Ich lese weiter. Besagtem Fahrer sei eine Entschuldigung bei dem Jugendlichen vorgeschrieben worden, die blieb er bis heute schuldig. Laut dem Motto: Was interessiert mich dieser komische Junge da? Der soll sich bei mir entschuldigen, weil er keine Maske aufgetragen hat. Ich hoffe, dieser Busfahrer kriegt eine Abmahnung, die sich gewaschen hat, beziehungsweise überhaupt keinen Job als Busfahrer mehr. Weiter geht's. Corona-Sheriff will Jugendliche quälen. Na dann viel Spaß bei einer ewigen Arbeitslosen- und Obdachlosigkeit. Weiter geht's. Bis heute hat sich der Busfahrer nicht bei meinem Sohn für die Diskriminierung und die Beschimpfung entschuldigt. Das zeigt ja einmal mehr den Charakter dieses Fahrers. Stimmt. Weil dieser Busfahrer ist ein Corona-Sheriff, der alles besser weiß und jedem seinen Willen aufzwingen will. Das nennt man wohl Drangsalierung. Offenbar hat er Gefallen daran gefunden, Sheriff zu spielen und Jugendliche ohne Maske zu demütigen. Ja, habe ich eben gerade erklärt. Die Jugendlichen leiden ohnehin schon genug unter den gesamten Maßnahmen, da braucht man sie nicht noch zusätzlich quälen. Gibt der besorgte Vater zu bedenken. Tja, und solange dieser Corona-Sheriff weiterhin Bus fährt, wird es auch weiterhin so bleiben. Sollte es nochmals zu einem derartigen Vorfall kommen, würde er sich nicht scheuen, eine Anzeige wegen Diskriminierung zu erstatten. Richtig so. Tja, was soll ich dazu noch sagen? Also, die Wörter wie Corona-Regime oder dass hier Maske tragen ein Problem allgemein ist, sowas will ich nicht mehr lesen müssen. Aber gut, was habe ich von einer Zeitung, die eh von der FPÖ gesteuert wird, halt was anderes erwartet, nicht? Oder wie hättet ihr das erwartet? Aber gut. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr den Artikel fandet und teilt das Video, liked es und alles, was auf YouTube so positiv rüberkommt, macht Superhand. Was hast du wieder gemacht? Nix. Hör auf mit meinen Sachen zum Spielen. Okay. Hände. Na gut, was sollte ich dazu sagen? Also, schreibt in die Kommis, liked es, teilt es und gebt mir ein Abo. Auch auf meinem zweiten Kanal, damit, falls mit meinem ersten Kanal was passiert. Und ich würde sagen,
Morgen gibt's ein weiteres Video und dann gehen wir wieder in die Schweiz rüber. Ich würde mal sagen, ciao Leute!